Jo Leute und willkommen zum Szenario Wagen abgeben hier in TSW 4. Wir haben 10 Wagen hinten angehängt an unsere Lokomotive, die Baureihe 204, haben ein Gesamtgewicht von 294,4 Tonnen und eine Länge von 167,6 Meter und müssen die Wagen auf dem Hafengleis 18 abstellen und dann leer wieder in den Hafenbahnhof zurückfahren. Ich freue mich sehr, das wird bestimmt spannend. Hier haben wir unsere Wagen und die Lok. Und hier geht's echt ab. Was zur Hölle? Warum ist hier so viel los? Geil aber. Jo, 3 Züge auf einmal fahren hier los. Crazy. Wir müssen noch warten, nämlich bis 13.02 Uhr, denn dann kommt erst unser Signal auf Fahrt und das ist auch erst der Start unseres Fahrplans. So lange müssen wir hier also noch stehen und warten. Das hier ist das Ende unseres Zuges. Er ist nicht sehr lang, aber es ist genug für die kleine Lokomotive hier. Also klein ist sie nicht, aber sie ist nicht die stärkste, weil ist halt schon ein bisschen älter, ne? Also, ja, passt. Ich würde einmal die SIFA anschalten, PZB eher weniger, denn die PZB ist ein bisschen verbuggt. Jetzt fährt auch noch die S-Bahn hier neben los. Wie geil. Coole Sache. Die beiden Güterzüge sind gleich weg. Das ist ja cool, wie die parallel einfach ausfahren. Super. Ach, und da vorne sehe ich schon was kommen. Das ist der, der uns entgegenkommt. Wegen dem war unser Gleis belegt und jetzt können wir aber losfahren, weil jetzt ist unser Gleis frei. Geil. Ziehen wir mal los hier. Daneben fährt der Kollege ein. Moin Meister. Der war halt noch auf unserem Gleis, deswegen hatten wir noch keine Ausfahrt. Und sowieso waren dann ja noch andere Güterzüge da, die wollten auch noch fahren. Ach, daneben steht da der Güterzug. Ja, wunderbar. Na super. Warum steht denn der jetzt eigentlich da? Was soll denn das? Käse. So ein Käse. Moin, Kollege. Cooles Makrofon, gefällt mir. Schöner Klang. Sehr schön. Warum genau ruckelt das jetzt hier so? Ich glaube, das sind zu viele Züge fürs Spiel, die gerade geladen werden müssen. So, hier haben wir jetzt aber nur ein Rangiersignal. Ja, Käse, ey. Also theoretisch hätten wir jetzt hier ein Haltsignal bekommen müssen, uns stehend melden müssen und dann eine Einfahrt bekommen. Also in der Realität, theoretisch. Es sind ein paar andere Schuhe, aber bei Rangieren muss man 25 fahren. Deswegen gehe ich jetzt runter auf 25. So, jetzt fahren wir auch schön weit nach vorne, so wie sich's gehört. Hier stehen echt schön viele Züge, ne? Das ist was Feines. Jedes Gleis belegt. Ach, und der daneben fährt jetzt los, der Kollege. Ja, moin. Geil. Ey, coole Sache. Sehr schön. Folgendes. In der Realität. Uffbase. In der Realität würde ich jetzt aussteigen und am Zug entlang nach hinten laufen, würde mir davor meine Fernbedienung grabben, die ich hier irgendwo haben werde. Das ist nicht das Teil hier, das ist ein Funkgerät. Aber irgendwo wird hier auch eine Fernbedienung sein. Wenn nicht blöd gelaufen, dann müsste ich nämlich übers Funkgerät mit jemand anderem kommunizieren, der da hinten steht. Da es so eine Funktion allerdings nicht in TSW gibt, gehe ich jetzt hin, setze mich auf diesen Sitz drauf, so wie es gehört. Wie ich auch davor saß, mache den Rückwärtsgang rein. Gehe in die Nummer 3 hier und laufe jetzt am Zug entlang nach hinten sozusagen. Und hier würde ich mich ja jetzt eigentlich draufstellen, mit der Fernbedienung schön. Und jetzt stehe ich hier. Seht ihr? Easy. Ganz einfach. Und dann würde ich sagen, können wir losfahren. Rückwärts. Ab geht die Post. Da hinten haben wir noch ein Haltzeigendes. Das ist aber kein Problem, weil es kommt gleich auf Fahrt. Ach ja, Formsignale sind halt schon was Schönes. So ein Signal hier, das ist halt einfach was Feines. So ein Formrangiersignal, das ist toll. Das mag ich. Genau wie das hier, ein Formhauptsignal. Auch einfach tolle Signale einfach. Wirklich. Das gefällt mir. Da hinten in den Gleisen stehen auch Züge drin. Wunderbar. Also in dem Fall keine Züge, sondern einfach Fahrzeuge. Weil momentan sind es keine Züge, sondern Rangierfahrten oder einfach nur Fahrzeuge. Da rechts steht auch einer drin. Sehr schön. Ach, das ist doch wunderbar. Wie schön. So viele Fahrzeuge hier zu haben, ist toll. Ein schön vollgepacktes Szenario ist es hier. Richtig schön vollgepackt mit Fahrzeugen. So muss das sein.
Auch am Anfang der Hauptbahnhof von Aschaffenburg. So viele Fahrzeuge, sowas ist ein gutes Szenario. Ich meine, es gibt im Creators Club ja so Szenarien, wo man so irgendwie hier, wo einfach jemand so Start-Ziel gemacht hat, irgendeinen Zug ausgewählt und das hochgeladen. Wunderbar, Digga. Das kriege ich nicht selbst hin. Da kommt dir dann nichts entgegen. Du hast keine anderen Fahrzeuge. Du bist komplett alleine auf der Strecke. Ist doch Murks. Ist Käse. Und erst recht jetzt in TSW 4, wo es so viele Möglichkeiten gibt hier im Szenarioentwickler. Das ist einfach dumm, wenn man die nicht nutzt, diese Möglichkeiten. Ach ja, da vorne steht auch noch ein Kollege. Oh, der Kran da vorne, der arbeitet sogar. Wie cool. Der bewegt sich ja sogar. Nice Sache. Gefällt mir. So, dann einmal langsamer werden, denn wir wollen ja nicht da vorne mit Vollgas auf den Prellbock ballern. Das muss nicht sein. Dann würde ich sagen, einmal anhalten. Ja, wunderbar. Dann einmal die Hauptluftleitung entleeren, damit auch schön die Wagen gebremst werden. Wunderbar. Dann einmal vorlaufen wieder am Zug entlang. Wunderbar. An den Wagen entlang nach vorne. So, dann hier einmal die Wagen abhängen. Zack. Und dann wieder einsteigen. Ja, hier rein. Zack. Super. Wunderbar. Dann würde ich sagen, okay, let's go. Fahren wir wieder zurück. Und jetzt immer noch mit 25 km/h. Wir sind nämlich immer noch am Rangieren. Wir haben ja schließlich keinen Fahrplan und sind keine Zugfahrt somit und deswegen eine Rangierfahrt. Na wunderbar. So, dann sind wir jetzt auch da. Da wird dann wahrscheinlich gleich ein Kollege unsere Arbeit übernehmen. Ich weiß das nicht. Aber wir haben es dann gleich geschafft. Ist doch wunderbar. Und Stopp reicht. Jo, geschafft. Finito. Leute. Wir haben es geschafft. Super. Fertig. Oh, keine Punktzahl, nix. Schade. Okay. Dann würde ich mal sagen, das war ein tolles Szenario. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wenn ihr nicht schon habt, wer weiß. Und dann verabschiede ich mich von euch. Bis dann. Ciao.